Ein ruhr-veganes Solo-Retreat in Neuseeland. Ja, mein spirituelles ruhr-veganes Solo-Retreat ist jetzt zu Ende und heute teile ich mit euch ein paar Bilder von den vergangenen Tagen, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und es ist ja auch so, dass man sich spirituell nie zu Ende entwickelt hat und auch gerade dann, wenn man selbst im spirituellen Bereich arbeitet und für andere halt wirkt, ist es immer wieder wichtig, dass man sich selber auch regelmäßig eine entspannte Auszeit gönnt, so dass man anschließend quasi wieder frisch und erholt und mit neuen Inspirationen wirken kann. Ja, und das Wundervolle an diesem Retreat war auch, dass genau an dem Tag, als das Retreat begann, ich von der lieben Susanne eine großzügige Spende erhalten habe, mit der ich fast exakt die Kosten für dieses Retreat decken konnte. Und da ich die Susanne per E-Mail nicht erreichen konnte, um mich nochmal speziell dafür zu bedanken, erwähne ich sie hier jetzt in diesem Video, um auch ihr zu zeigen, dass sie mir wirklich wunderschöne Tage und ein wunderschönes Retreat geschenkt hat, auf dem ich so viele neue Erkenntnisse gewonnen habe und sehr viel erfahren habe über weitere magische Kraftorte in Neuseeland. Und diese Informationen werde ich natürlich gerne in den kommenden Tagen mit euch teilen, denn sie haben sehr viel Inspiration und ich denke, dass ich die Energie auch sehr gut in diese Videos mit aufnehmen kann. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, aber auch an alle anderen, denn es gibt natürlich auch viele andere Leser oder Zuschauer, die mich unterstützen und mir Zuwendung zukommen lassen. Und ich bin wirklich für jedes Einzelne dankbar, auch für die ganzen lieben Kommentare und möchte auch euch allen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank sagen. Ja, und hier auf diesen Videos, da seht ihr dann eine Seelenschwester von mir, die ich hier in Neuseeland eben kennengelernt habe und die dieses Retreat durchführt. Sie ist in Neuseeland geboren und sie kennt hier natürlich die kraftvollsten Orte in Neuseeland, aber auch weltweit, hat vieles bereist und es war eine ganz wundervolle Zeit, die ich mit ihr teilen konnte. Sie interessiert sich auch sehr für die roh-vegane Ernährung. Da konnten wir uns eben sehr gut austauschen, sodass ich ihr auch einige Informationen von meiner Seite zurückgeben konnte. Und sie bietet halt eben in Neuseeland diese spirituellen Retreats an und bietet dazu auch eine komplett roh-vegane Ernährung an. Also sobald die Grenzen wieder offen sind, ist sie natürlich auch für Besucher aus dem Ausland buchbar. Und man kann eben Solo-Retreats buchen oder Retreats für Paare oder eben auch für Gruppen. Und was ihr hier seht, das ist eine natürliche Thermalquelle, also wirklich so ein Mineralbad, das auf einer Quelle ist. Und da kommt immer warmes Wasser kontinuierlich reingesprudelt. Und das ist wirklich von diesem Retreat so der magischste Ort, an dem man sich entspannen und aufhalten kann. Und da bin ich auch wirklich so 2-3 Mal am Tag drin abgetaucht. Und hier seht ihr eben diese roh-vegane Ernährung, die Anbin zubereitet hat für uns. Und es war wirklich wundervoll. Also sie kennt sich im roh-veganen Bereich sehr gut aus, hat tolle Rezepte umgesetzt und tolle Desserts und Kuchen auch zubereitet. Eben alles roh-vegan. Was man hier sieht, das ist eben ihr privates Haus. Also sie lebt nicht direkt in dem Retreat-Haus, sondern sie hat ein Holzhaus, das weiter zurückliegt auf dem Grundstück.
und ihr ganzes Haus stellt sie eben der Gruppe zur Verfügung oder denjenigen, die als Retreat kommen. Und da gibt es eben mehrere Sitzbereiche, die man eben als Gruppe nutzen kann oder als kleinere Gruppen. Und dann speist man eben gemeinsam und dann eben mit dieser wundervollen rohveganen Ernährung. Ja, natürlich kann man bei ihr auch Sessions buchen. Also sie arbeitet sehr transformatorisch. Sie spürt halt die Blockaden im Körper auf und transformiert sie in eine sehr hohe Frequenz. Und ich habe so eine Session auch bei ihr gebucht und ja, kann das absolut empfehlen. Also sie macht seit vielen, vielen Jahren eine Art von Heilarbeit und es wirkt wirklich sehr, ja, heilend, sehr regenerierend. Und das ist ein kleiner Bach, der direkt an dem Grundstück vorbeifließt. Und das Wundervolle ist, dass der das Wasser in sich führt vom Rotupunamu, von dem See Rotupunamu, über den ich auch schon ein extra Video erstellt habe. Ja, so viel zu meinem Retreat. Ein kurzer Einblick und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ein Feedback, über das ich mich sehr freue. Eure Heike.